Ja, Leute, leider hat sich bei dieser Aufnahme der Ton irgendwie verabschiedet. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. OBS dachte einfach mal, komm, ich drück dir heute einen rein. Nachdem du schon dein Auto irgendwie kaputt gekriegt hast. Ich möchte nicht drüber sprechen, wirklich nicht. Ja, ich wollte aber eigentlich dieses Video jetzt nicht verwerfen, weil ein paar wichtige Informationen drin sind und ein Mini-Fazit zu Borderlands. Deswegen werde ich euch das so gut wie möglich zusammenschneiden und mit Musik unterlegen, damit das nicht so ganz stark ins Gewicht fällt. Ich hoffe, ihr seid trotzdem zufrieden mit dem Endprodukt und viel Spaß. Moin Leute und recht herzlich willkommen hier zu einer Runde in Borderlands. Diesmal allerdings als Gameplay und nicht als ja, Let's Play-Projekt, wie ich es ja eigentlich geplant hatte. Das hat natürlich einen gewissen Grund, dass es jetzt ein Gameplay von meiner Seite aus gibt und ja, keinen üblichen Part. Und wie ihr auch seht, ich bin schon Level 29 und die Gründe werde ich heute erklären. Und wir werden in diesem Video die ein oder andere Nebenmission mal kurz machen. Ich schneide das ein bisschen zusammen und ich wünsche euch dabei viel Vergnügen. So Leute, warum gibt es jetzt ein Gameplay von mir und kein Let's Play? Und vielleicht können sich die einen oder anderen das schon denken, so ein bisschen. Ich guck mal ganz kurz, Karte, was sagt die Karte? Karte, das ist alles cool. Das Projekt, Borderlands-Projekt, verläuft nicht so, wie ich es mir erhofft oder gewünscht habe. Und das hat jetzt nichts mit euch per se zu tun. Also winziger Teil davon. Aber ich bin nicht wirklich zufrieden mit dem Projekt bisher. Und ja, wenn ich halt mit meinem eigenen Projekt. Ich bin mit meinem eigenen Projekt einfach nicht wirklich zufrieden. Und wenn ich mit meinem eigenen Projekt nicht zufrieden bin, dann ist es immer problematisch, open. Das auch vernünftig durchzuziehen, sag ich mal. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich bin, wie gesagt, sehr unzufrieden. Ihr seid ja auch nicht so begeistert jetzt davon. Gut, der erste Part wurde von euch noch sehr gut bewertet, aber der zweite stagniert schon sehr stark. Wie gesagt, selber habe ich irgendwie das Gefühl, irgendwie nicht. Läuft das Projekt leider nicht ganz so, wie ich es mir von mir selber erwünscht hatte oder wie ich es mir selber. Ich bin so doof. Wie ich es mir selber wünsche. Vielleicht hat das was mit der jungen Dame zu tun, die unter anderem dabei war, weil ich mich nicht wirklich aufs Spiel an sich konzentrieren konnte, da ich sie auch irgendwo noch sie dabei hatte. Allerdings muss ich aber auch dazu sagen, dass ich mich vielleicht auch zu sehr aufs Spiel konzentriere. Weil, Borderlands 3 ist gerade neu. Ich versuche das Spiel natürlich, mich aufzusaugen, weil ich halt die Spielerei sehr, sehr mag. Und, ja, es soll auch in diesem Part dann kurz darum gehen, was ich jetzt von dem dritten Teil so halte. Prinzipiell möchte ich aber erstmal einfach mal sagen, dass ich nicht glaube, dass das Projekt mit Borderlands 3 vorerst Zukunft hat oder dass ich es weiterführen möchte. Deswegen bin ich auch schon Level 29. Ich habe einfach irgendwann mitten des Projektes gemerkt, so, oh, irgendwie habe ich da gar keinen Bock drauf. Ich rede viel zu wenig. Ich kann keine gute Unterhaltung bieten, da ich halt versuche, irgendwie das Spiel zu spielen, dass ich versuche irgendwie alles in mich irgendwie aufzusaugen. Ich möchte auch in keine Zwischensequenz reinsprechen, weil ich möchte die auch selber hören. Ich möchte die Gags nicht verpassen, ich möchte die Story nicht verpassen. Und ja, das führt halt dazu, dass, wie ich selber finde, ich mir mein eigenes Projekt nicht angucken wollen würde. An dem Punkt, wenn ich selber nicht gucken wollen würde, dann werdet ihr es sehr wahrscheinlich auch nicht gucken wollen. Oh, da muss ich ein bisschen schneiden, du. Ich möchte euch ja nichts von der Story spoilern, für alle, die das Spiel irgendwie noch nicht haben oder noch nicht spielen konnten. Ah, da. Ich kann euch mal kurz meine Waffen durchgehen, falls da jemand drauf Bock hat. Ich habe Legendaries ohne Ende. Ich habe ein paar geile Waffen. Und aktuell leuchten sie auch, weil ich ein Schild habe, der das ja, bevorzugt. Warn! Ja. Mach du mal mit deinem Verteidigen von. Ich lud zu lange ein bisschen. Ja, wie gesagt, schneiden werde ich wohl ein bisschen müssen, da ich in der Story so weit fortgeschritten bin, dass ihr, ob es war, dass Leute das nicht hören dürfen, die das Spiel noch nicht so weit gespielt haben. Ich möchte natürlich darauf achten. Prinzipiell möchte ich erstmal sagen, dass mir Borderlands 3 sehr, sehr gut gefällt. Ich würde aber nicht so weit gehen zu sagen, dass es mir besser als der zweite Teil gefällt. Das wird aber wohl daran liegen, dass ich den zweiten Teil halt jetzt schon zu viele, also immer die Jahre über und die Stunden über gespielt habe.
das natürlich schwierig ist, dass man da jetzt sofort pauschal sagen kann, oh ja, das ist besser oder schlechter. Die Bösewichte gefallen mir auf jeden Fall nicht so gut wie Handsome Jack, aber der war auch schon eine richtig harte Nuss, den irgendwie zu übertreffen, weil Handsome Jack ist einfach die Legende. Die beiden finde ich jetzt nicht so dufte, aber naja, dafür ist der Humor wieder sehr gut, passt, beziehungsweise trifft wieder genau meinen Geschmack, so wie im zweiten Teil auch, wobei ich auch im zweiten Teil den Humor besser fand. Wie gesagt, das kann einfach auch so, das kann einfach daran liegen, dass ich den zweiten Teil schon so intensiv gespielt habe. Kann ich glaube ich jetzt noch nicht sagen, aber so im Erstfazit würde ich sagen, soweit auf jeden Fall dazu, aber das Waffen-Feeling und so weiter ist für die großartig. Die Waffenauswahl, die Waffenvariation. Wirklich geil. Der Suchtfaktor ist definitiv da. Und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Wir wollen ja da viel von haben. Okay, warte, sorry, ja, ich muss hier Knöpfchen drücken. Nein, nicht mein Todesgefährt, bitte nicht. Ellie, jetzt mal Butter bei der Fische, ne? Keine Sex-Stories von dir. Wirklich nicht. Nein, oh nein, wirklich nicht. Nee. Ganz übel. Natürlich muss ich ans andere Ende der Karte fahren. Wäre sonst langweilig. Um auf das Projekt zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob ich das Projekt nochmal neu anfangen werde. Halt dann alleine für mich. Oder ob wir einfach den New Game Plus zusammenspielen, dass ich da das Spiel einfach schon gelernt habe, dass ich schon ein bisschen weiß, worum es geht, dass ich mich ein bisschen mehr auf euch und das Video an sich fokussieren kann. Ah, Tickerfalle. Ah, diese schwarzen Kugeln sind geil. Sehe ich übrigens erstmal. Habe ich gestern geskillt, gestern Abend noch, kurz zum Schlafen gehen. Immer wenn ich einen Feind töte mit meiner Waffe oder meinen Fähigkeiten, entsteht so eine Kugel, die Gegner verfolgt und sie, ja, ein bisschen brutzelt. Mag ich. Schöne Kugel. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, was ihr von der ganzen Sache haltet, falls ihr mein Projekt verfolgt habt bisher. Ich meine, noch viele Parts sogar auch noch in S3. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Parts aufgenommen, aber ihr werdet, ich werde die auch hochladen, aber ihr werdet halt im Laufe der Parts merken, so wie ich einfach Zeit merke, dass das einfach keinen Sinn hat, was ich hier gerade fabriziere. Eben aufgrund der Tatsache, dass ich selber gemerkt habe, so irgendwie läuft das gerade nicht so wirklich. Aber wie gesagt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das Projekt gerne nochmal neu starten. Vielleicht auch mit einem anderen Charakter, vielleicht auch mit demselben und mit einem anderen Fähigkeitsbaum, als ich jetzt hier benutze. Oder New Game Plus was am Spielen oder ein neues Spiel mit einem anderen Charakter einfach. Ich bin da ganz offen oder schreibt gar nichts und ich überlege mir einfach selber was. Ich mag Revolver in dem Spiel. Mini-Goliath. Da soll man sich da ein bisschen austoben. Oh, nee, keine Granaten, bitte. Das hast du sehr wahrscheinlich von meinem Freund, weil du hast mich auf mich geschossen. Super Raser Mini-Goliath. Okay, er hat schon gut was, Ah, mein Aim, Alter. Ja, da soll ich mal ein bisschen um die kümmern. Boah, Alter, manchmal ist mein ganzes Magazin einfach für die Tonne. Jojo, alles gut. Ah, Bosskampf! Mini-Boss! Bisher gab es so geile Boss im Spiel. Oh.
Oh. Fuck. Nicht getroffen. Sehr schön. Au. Nochmal au. Ich erledige ihn. Ich wollte eigentlich die Kanone zuerst erledigen. Oh, so viel Loot. Das ist so gut. Ah, warte kurz. Sekundär Feuermodus. Markerscheibe. In die Ecke. Jetzt so lange schießen, bis wir einen Kill angezeigt bekommen. Sehr schön. Ah, was haben wir jetzt hier? Neues Handknifftchen. Was für ein Ding? Eine Bumskutsche, alles klar. Ist jetzt nicht so geil, die Waffe. Ich mag den Revolver gerade. Ich hatte auch noch eine... Warte kurz. Ich habe so geile Waffen. Die Waffen im Spiel sind einfach so cool. Das ist unfassbar cool. Aber die habe ich, glaube ich, von irgendeiner Mission bekommen. Die kurz mal als Favorit markieren, damit ich nicht wegschmeiße, weiß ich nicht. Lädt geil nach, sieht geil aus, sie fühlt sich wuchtig an und macht auch gut Schaden, also davon mal abgesehen. Borderlands 3 macht schon so viel richtig, dass man sagen könnte, das ist echt ein geiles Spiel geworden. Wisst ihr, mir fällt gerade ein, ich wollte mir eine Nebenmission machen und spiele die ganze Zeit die Hauptmission. Deswegen musste ich mir auch so viel schneiden. Das heißt, wir haben gerade die... Ah, dämlich. Das Problem in Borderlands ist nämlich, wenn du eine Nebenmission annimmst, musst du das Touchpad gedrückt halten, damit du dann diese Mission folgst. Und ich vergesse es immer wieder, weil das für mich nicht üblich ist. Deswegen... Ja, darauf geschissen, machen wir die Mission fertig. Ich habe mir gerade überlegt, nee, ganz ehrlich, wir machen das anders. Das Video ist mit Sicherheit eh schon wieder sehr lang geworden. Ich mache die Mission offscreen zu Ende. Das solltet ihr mit Sicherheit nicht sehen. Ich möchte auch nicht so viel schneiden, wenn ich ehrlich bin. Nicht aus Faulheitgründen, sondern einfach nur, ne? Das war es soweit von mir erstmal mit allen Informationen, die ich euch zukommen lassen wollte zu Borderlands 3.
Ich mache sonst gerne nochmal irgendwie das ein oder andere Gameplay. Was wir auch projekttechnisch machen, weiß ich noch nicht. Ihr könnt gerne eure Ideen in die Kommentare schreiben. Ich freue mich, die zu lesen. Aber jetzt so, weiß ich auch nicht. Ich genieße erstmal das Spiel. Ich spiele mich da erstmal ordentlich ein. Und dann kann man mal, schauen wir einfach mal, wohin die Reise führt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich wieder. Bis dahin, haut rein.